Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute konstituiert sich ein neuer Bundestag. Und seit bald zwei Jahrhunderten ist es fester parlamentarischer Brauch, dass ein sogenannter Alterspräsident diese erste Sitzung eröffnet. Und das war immer aus Respekt vor dem Alter der älteste Abgeordnete von allen. Von der Frankfurter Paulskirche bis zum Parlament des Kaiserreichs, von der Weimarer Republik bis zum wiedervereinigten Deutschland, sogar bis tief hinein in die Regierungszeit Merkels. Alle Reichstage, alle Bundestage hielten sich an diese Regel. In fast zwei Jahrhunderten hat nur ein Parlament es gewagt, mit dieser Tradition zu brechen. Das war, man muss es deutlich sagen, 1933 nach der Machtergreifung mit einem Präsidenten Hermann Göring. Soll das Ihr Vorbild sein? Davor hatte ich Sie 2017 schon gewarnt. Das ist keine gute Tradition. Kommen Sie wieder zurück auf den seit Jahrhunderten bewährten Weg aller deutschen Demokraten. Warum wollen Sie diese Regel heute wieder durchbrechen? Ist doch klar. Wie vor vier Jahren kommt auch heute der älteste und erfahrenste Abgeordnete und damit der legitime Alterspräsident aus den Reihen der AfD. Akzeptieren Sie das, erkennen Sie das endlich an. Und es gibt noch einen Grund, warum Sie sich weigern. Noch einen Grund, denn der älteste und erfahrenste in diesem neu gewählten Parlament ist Alexander Gauland. Über ein halbes Jahrhundert in der deutschen Politik, auch an führenden Stellen, 40 Jahre davon in der CDU und in den vergangenen vier Jahren der mächtigste und wortgewaltigste Oppositionsführer hier im Hause, meine Damen und Herren. Den legitimen Alterspräsidenten Gauland wollen Sie verhindern, genauso wie beim Amt des Vizepräsidenten. Auch das verweigern Sie uns seit vielen Jahren. Ein wichtiges, ein zentrales Amt, das alle anderen Fraktionen bekommen und das laut der Geschäftsordnung auch der AfD zusteht. Beides, die Verweigerung des Alterspräsidenten wie auch des Vizepräsidenten, ist nicht nur eine Missachtung der AfD als gleichberechtigte Fraktion hier im Hause. Schlimmer noch, es ist auch eine Missachtung, eine Herabsetzung von Millionen Wählern, eine Beleidigung jedes Einzelnen, eine Verhöhnung der Demokratie, meine Damen und Herren. Am Umgang von Regierungs- und Parlamentsmehrheit mit der Opposition zeigt sich der Zustand einer Demokratie. Eigentlich müsste die EU-Kommission umgehend ein Rechtsstaatsverfahren eröffnen. Nicht gegen Ungarn, nicht gegen Polen, meine Damen und Herren, sondern gegen Deutschland wegen offensichtlicher und fortgesetzter Benachteiligung der Opposition in diesem Haus. Wir werden nachher noch sehen, wie es weitergeht bei der Wahl des Vizepräsidenten. Mit Michael Kaufmann tritt ein sehr renommierter Hochschulprofessor an. Selbst der linke Ministerpräsident in Thüringen hat ihn gewählt. Und nicht mal Frau Merkel hat das rückgängig gemacht.